Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Schwertsturm-Bundle von Surtalok. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schwertsturm von Surtalok, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das Debüt-Release, die Debüt-EP der Band. Schwertsturm nennt sich die EP. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus der EP an sich. Dann haben wir mit dabei zwei Sticker und ein Shirt. Wir starten wie immer mit dem Tonträger, in diesem Fall mit der EP. So sieht das aus, kommt hier in einer Papphülle. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band, dann hier unten den Albumtitel bzw. den EP-Titel Schwertsturm. Und dann haben wir hier eine recht düstere Landschaft, also ein schwarz-dunkler Himmel, diverse Blitze, die hier über den Himmel zucken, dunkle Bäume und hier unten dann jede Menge Schwerter. Auf der Rückseite haben wir die vier Bandmitglieder abgebildet, inklusive Namen und Funktion, also welche Rolle in der Band innehat. Und darunter haben wir dann die Tracklist. Drei Stück sind es geworden, also drei Tracks hier auf dieser EP drauf, die ziemlich lange gehen. Also alleine hier ein Lied knapp 5 Minuten, dann 7 Minuten und 14 Minuten. Also das sind echt mal Laufzeiten. Darunter haben wir noch die Credits abgedruckt und die Infos, wer hier an dieser EP beteiligt war. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Papphülle. Hier haben wir die CD. So sieht das aus. Auf der CD dann auch nochmal hier rechts die drei Tracktitel angeführt. Ansonsten hier nichts weiter drin. Dann haben wir mit dabei zwei Sticker. Einmal diesen hier, quadratisch. Das ist das Cover der EP. Inklusive hier unten haben wir dann noch einmal die Facebook-Seite. Und rechts haben wir dann noch die Logos der Anbieter. Also wo man dieses Album streamen kann bzw. erwerben kann. Ein zweiter Sticker ist mit dabei, hier im Querformat. Hier haben wir einfach den Schriftzug der Band und dann auch nochmal Facebook-Seite verlinkt und dann eben die Musikrichtung, die sie spielen und ihre Heimatstadt Köln. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt, als letzten Bundleinhalt haben wir hier ein Shirt mit dabei. Das Shirt ist natürlich auch wieder in Schwarz. Und hier haben wir wieder das Artwork, das wir schon vom Cover kennen. Also diese Landschaft hier und darüber dann der Schriftzug der Band. Die Rückseite ist nicht blank, sondern wir haben hier noch einen Schriftzug. Und zwar lesen wir hier auf dem Rücken, ein Schwertsturm zieht übers Land. Bei diesem Shirt handelt es sich um ein Gilden Heavy Cotton in der Größe M. Die Größe konnte man sich dabei frei auswählen. Ich habe mich natürlich wieder für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. In der Größe M, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir zwei Sticker, einmal im Querformat und einmal quadratisch, sowie natürlich die EP in der Papphülle mit insgesamt drei Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Schwertsturm von Surtalok. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Surtalok unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.